Hallo und willkommen zu diesem Video. Heute teste ich die 4smart Luftpumpe aus dem Aldi, eine Akku-Kompressor-Luftpumpe. Und jetzt seht ihr, wie die sich schlägt. Heute möchte ich noch einmal eine Akku-Luftpumpe testen. Und zu diesem Zweck habe ich auch noch einmal die beiden rausgeholt, die ich schon habe, damit wir die neue, die ich heute testen möchte, vergleichen können. Und zwar ist das die 4smart aus dem Aldi. So sieht die aus. Die ist schön schlank, wie ihr seht. Und im Vergleich zu den beiden anderen ist die in der Tasche sehr gut zu verstauen durch ihr schlankes Baumaß. Ich werde mal eben die technischen Daten vorlesen. Also die hat Lithium-Ionen-Akkus und zwar steht hier 2x1200 mAh, also 2400. Das ist auch ungefähr mit den anderen beiden gleich. Die hat 2000 und die hier 2600. Dann wird die mit USB-C geladen. Die Batterielaufzeit im Dauerbetrieb beträgt 15 Minuten bei der 4smart. Und die Ladezeit 2,5 bis 4,5 Stunden, je nachdem wie stark das Netzteil ist. Und die soll 20 Liter pro Minute aufpumpen, bis zu 8 Bar. Ja, die Bedienungsanleitung beschränkt sich hier auf 3 Seiten. Die Bedienung ist genau wie bei den anderen beiden Pumpen mit so einem kreisrunden Tastenelement. Und jetzt wollen wir mal schauen, wie lange die braucht, hier diesen 29 Zoll 2,6er Reifen aufzupumpen. Dazu schrauben wir hier mal den Schlauch dran. Dann habe ich hier schon für die französischen Ventile den Adapter vorne aufgeschraubt. Und jetzt können wir das hier anbringen. So, der Reifendruck, den ich fahre, beträgt 2 Bar. Das stellen wir jetzt hier mal ein. Man kann hier nicht einfach Minus drücken. Man muss jede Taste immer so eine Sekunde festhalten. Und jetzt lassen wir die mal rattern. So wie es aussieht, zeigt die Pumpe gar nicht den aktuellen Druck an, der bereits drinnen ist. Das machen die beiden anderen Pumpen. Ich muss aber sagen, die ist gar nicht so laut. Ich weiß gar nicht, ob die anderen lauter sind. Ich kann die ja mal eben starten. Ja, die ist ein bisschen lauter, würde ich sagen. Und die hier?
Die habe ich zu lange nicht benutzt. Hier ist der Akku leer. Ach nee, die wird ja eingeschaltet durch Rausziehen. So war das. Ich würde sagen, die ist auch lauter. Ja, jetzt müsste er gleich fertig sein. Also die hat einen angenehmen Sound, würde ich jetzt mal so sagen, für einen Kompressor. Der Schlauch wird ganz schön warm. Steht hier auch drauf, das ist so ein Klebeband, da steht Hot drauf. Der wird auch ganz schön warm. Die Pumpe selbst wird nicht warm, nur der Schlauch. Schade, dass sie nicht anzeigt, wie viel Druck da jetzt bereits drin ist. Normal müsste sie automatisch stoppen, wenn sie die 2 Bar erreicht. Das müsste eigentlich jeden Moment soweit sein. Also der Reifen ist knüppelhart, da müssen auf jeden Fall schon 2 Bar drin sein. Die zeigt leider überhaupt nicht an, wie viel Druck jetzt im Reifen schon drin ist. Das ist richtig doof, also der ist knüppelhart. Da ist bestimmt schon mehr als 2 Bar drin. Der Schlauch ist auch, der ist richtig heiß, also den kann man hier kaum anfassen. Hier vorne am Ventil geht es. Ja, wie kann ich jetzt hier rausbekommen? Das hier unten ist ja der eingestellte, der Solldruck. Warum zeigt der nicht an? Gemessener Druckwert sollte normalerweise hier oben angezeigt werden. Zum Ausschalten muss man den Ein-Aus-Knopf ungefähr 7 Sekunden festhalten. Zum Einschalten ungefähr 3 Sekunden, da steht dann on. Also der misst den Druck nicht. Anscheinend funktioniert die Druckmessung nicht. Wenn ich das jetzt nochmal hier neu drauf montiere. Also bei dieser Pumpe scheint die Druckmessung nicht zu funktionieren. Das ist natürlich blöd. Jetzt schraube ich die mal ab und guck mal, was die anderen Pumpen anzeigen. So, Bar ist eingestellt.
2 bar. Der hat schon 2,75. Also das hat hier mal gar nicht funktioniert. Ist also viel zu viel drauf. Hatte mich auch schon gewundert, weil der Reifen, der wirklich knüppelhart ist. Gut, dass ich vorher abgebrochen habe. Ja, das spricht natürlich nicht für diese Pumpe. Schade. Gut, dass ich selber überprüft habe hier und ungefähr ein Gefühl dafür habe, wie hart die Reifen sind, wenn ich fahre. Also hier, wie gesagt, der Schlauch, der wird wirklich sehr heiß und die Druckmessung funktioniert nicht. Kann ich hier noch irgendetwas einstellen diesbezüglich? Taste 3 Sekunden gedrückt halten. Verwendung des Kompressors. Also er ist auf Fahrrad eingestellt, auf Bar, 2 Bar Solldruck. Ich werde mal versuchen, den Hersteller zu kontaktieren und dann, vielleicht habe ich hier irgendetwas falsch verstanden, aber ich sag mal, bei den anderen geht es ja auch. Die zeigen ja sofort den Druck an und die halt nicht. Ich kontaktiere den Hersteller und werde dann eventuell nochmal ein Video nachreichen. So an sich ist die Pumpe echt nicht schlecht. Kleines, kompaktes Baumaß. Eine Tasche ist dabei. Das wäre eigentlich für einen Rucksack irgendwo eine Seite reinstecken ideal. Schade, dass die Druckanzeige hier scheinbar nicht richtig funktioniert. Naja, ich halte euch auf dem Laufenden. Das war jetzt die Four Smarts. Und wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Bis später. Immer Helm auf beim Fahrradfahren.